Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy 14 Endwalker. Und ja, wir sind doch immer in Elbis, um Hermes und Medeon, Emmet Selch und Hydrodeus besser kennenzulernen, um einfach herauszufinden, was damals geschah. Und darum würde ich sagen, wir legen gleich los. Aber bevor wir loslegen, eine kleine Sache. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Abo, ein Like, einen Kommentar da. Das würde mir irrsinnig helfen und mir sehr gefallen. Und nun genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir legen los. Also, auf geht's. So, Medeon, wie schaut's aus? Sie sprechen immer noch. Dann werden wir wohl warten müssen. So schaut's aus. Habt ihr etwa auf mich gewartet? Habt ihr euch geeinigt? Ja, das haben wir. Danke, dass du ihr Gesellschaft geleistet hast. Oh, kein Problem. Emmet Selch und Hythelodeus haben sich für die Nacht zurückgezogen. Für dich habe ich auch ein Zimmer vorbereiten lassen. Folge mir. Cool, danke. Warte, wir wollen dir etwas zeigen. Elpisblumen? Zeig es ihm. Aha, mal schauen, ob die jetzt wirklich schwarz werden. Andere sind auch traurig. Du bist nicht allein. Du hast mit Heon einen netten Gefallen getan. Könnten wir uns kurz unterhalten? Klar. Oh. Ich halte es nicht für falsch, dass wir für den Planeten leben. Doch bei meiner Arbeit hier werde ich immer wieder von Zweifeln geplagt. Weißt du noch, was Hythelodeus sagte, als wir zum ersten Mal von meiner Berufung in den Konvent sprachen? Die, welche ihre Pflichten als erfüllt ansehen, wählen den Tod. Und wenn sie zum Planeten zurückkehren, ist das ein Wunder. Das ist es. Aber nur für uns. Wenn unsere Schöpfungen als wertlos für den Planeten befunden werden, macht man ihrer Existenz ohne zu zögern ein Ende. Sie werden ausrangiert. Gerade erst geboren, ohne je Gelegenheit erhalten zu haben, sich zu entwickeln. Natürlich geht alles schmerzlos vonstatten. Aber sie spüren, was sie erwartet. Sie zittern, sie toben. Und es ist nichts Wundervolles daran. Und wen kümmert es? Niemanden. So fest ist unser Blick darauf gerichtet, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen, dass wir die übersehen, die dabei auf der Strecke bleiben. Man muss nur in die Augen dieser todgeweihten Geschöpfe blicken, um ihre Trauer zu sehen. Ihre Verzweiflung. Und ihren Zorn ob dieser Ungerechtigkeit. Doch nichts wischt uns das selbstgefällige Lächeln aus dem Gesicht. Und die Blumen strahlen immer nur in ihrem schönsten Weiß. Meine Zweifel wogen schwerer und schwerer.
Wie ein dunkles Gewicht lagen sie auf meinem Herzen und drohten mich zu erdrücken. Ich wollte es herausschreien, allen sagen, welchem Irrweg wir folgten. Aber Furcht ergriff mich, als ich wähnte, dass ich es sein könnte, der irrte. Doch jetzt. Jetzt weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, in dessen Gegenwart die Blumen trauern. Ich werde nicht fragen, welche Gedanken in dir weilen. Vielleicht hast du auch einfach nur das getan, worum Metheon dich bat. Aber ich danke dir trotzdem. Zu wissen, dass es mehr gibt als das strahlende Weiß. Mehr als einen Weg spendet mir bitternötigen Trost. Was sagst du? Nichts zu danken. Hör schon auf, Trübsal zu blasen. Ich sag dir, ich hab schon so einiges erlebt. Hört sich gut an. Entschuldige, ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Aber dass du hier bist und trotz deiner Narben auf Haut und Seele dein Haupt hochträgst, schenkt mir neuen Mut. Die Sterne. Weißt du, was sie wirklich sind? Sie sind zu weit weg, als dass wir es je sehen könnten. Doch jeder dieser funkelnden Punkte ist eine Welt wie diese. Vielleicht sogar noch größer und prächtiger. Ihre Zahl scheint endlos. Wir leben für unseren Planeten, aber ist da draußen vielleicht nicht noch mehr? Was gibt ihrem Leben seinen Sinn? Um das herauszufinden, habe ich Geschöpfe aus purem Dynamis geschaffen, welche die schier endlosen Weiten zwischen den Sternen überqueren können. Metheon und ihre Schwestern. Ja, Schwestern. Es gibt nicht nur eine von ihnen. Sie sind viele. Und sie haben ihre Reise bereits angetreten. Sie fliegen von einem Stern zum nächsten auf der Suche nach Leben, das des Denkens mächtig ist. Solch eine Suche ist natürlich voller Unwägbarkeiten und bisher verlief sie ergebnislos. Doch es kann jeden Augenblick soweit sein. Ich vertraue fest darauf, dass mich bald Kunde von einem Erfolg erreicht. In welcher Form auch immer. Und wenn dieser Moment gekommen ist, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Als Dankeschön für deinen Trost. Es ist spät geworden. Wir sollten uns jetzt zurückziehen. Es stünde uns nicht gut zu Gesicht, morgen mit verschlafenen Augen vor Emmet Selch und Hythlodeus zu treten. Komm, Metheon. Wir gehen zurück. Ja, ich komme. So. Zurück in den Äther. Haben sich alle etwas ausgeruht? Ich möchte jetzt mit meiner Arbeit weitermachen. Wir haben uns geeinigt, was mit den Lykanonen geschehen soll. 7 Exemplare wurden zum Zweck der Beobachtung geschaffen. Und alle 7 werden in den Äther zurückkehren. Doros hat sich an die Vorschriften gehalten und ich als Leiter der Beobachtungen kann keinen Ermessensfehler finden. Die Lykanonen würden das natürliche Gleichgewicht stören und alle Lebewesen um sie herum auslöschen, worauf sie selber verenden würden. Sie dürfen nicht in die freie Wildbahn gelangen und können auch nicht hier in Elbis bleiben. Ich werde das Büro des Architekten bitten, das Konzept als feindselige Geschöpfung für Sonderfälle aufzubewahren. Und Hydrodeus hat mir seine Unterstützung zugesagt.
Egal, was das Büro auch entscheiden wird, die Beobachtungsexemplare haben in jedem Fall ihre Daseinsberechtigung verloren. Ist. Doros hat die Geschöpfe bereits isoliert und trifft die notwendigen Vorbereitungen. Ich werde mich nun zu ihm begeben. Es ist meine Pflicht, dem Ende dieser Angelegenheit beizuwohnen. Wir werden dich begleiten. Schließlich ist es Zweck dieses Besuches, dich bei deiner Arbeit zu beobachten. Ich habe keine Einwände. Der Weg dorthin führt über die große Brücke. Okay, wo ist die große Brücke? Eine große Brücke. Meint er damit die? Ist die groß? Naja. Ein kleines ist ja auch wieder nicht. Mittelding vielleicht? Ja, wird schon passen. Oh. Toll. Das sind Fenriers, oder? Die existieren aber noch immer. Doros, bist du verletzt? Was ist passiert? Ich habe nicht gut genug aufgepasst. Ich hatte sie mit meiner Magie gefesselt, doch sie sind komplett durchgedreht und haben es geschafft, sich loszureißen. Vier habe ich erwischt, die drei anderen sind entkommen. Ich kann zwei von ihnen sehen. Sie sind über den 12 Gärten. Und der dritte ist weiter vorne in den Feldern. Hermes, du und Asna übernehmen den in den Feldern. Ich knöpfe mir die zwei in der Luft vor. Verstanden und danke für deine Hilfe. Ich werde Emmet Selch begleiten. Medeon, bitte bleib hier bei Doros. Aber Hermes. Die Likaonen. Alter, die Namen sind eine Katastrophe. Werden vernichtet. Du solltest das nicht miterleben müssen. Dir soll ich diese Aufgabe auch nicht aufbürden. Aber wenn du helfen möchtest, dann begleite mich. Ja, kein Problem. Wäre nicht das erste Mal. Obwohl, nur so nebenbei, die gibt's nachher noch. Die sind nicht ausgelöscht. Mir ist nicht, dass ich wüsste. Also, wie ist der Plan? Entschuldige, dass ich dich da mit reinziehe. Da ist er, siehst du, wie er schwebt? Er ist wachsam. Wenn wir es verkehrt anstellen, entwischt er uns in der Luft. Du wirst dich ihm langsam nähern, gut sichtbar und seine Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Achte auf seine Flammenkugeln. Sie können jedes Opfer im Handumdrehen in Asche verwandeln. Wenn du nicht angreifst und dich nur auf die Kugeln konzentrierst, sollten sie für dich keine große Gefahr darstellen. Das gibt mir genug Zeit, den Flammenwolf zu vernichten. Fertig? Dann geht's los. Lass nichts anbrennen. Ja. Tschüss, die. Musst du die Dinge jetzt kaputt machen? Mach ich das Ding halt kaputt? Sau, okay. Nee. Wolltest du dich nicht von hinten anschleichen? Nur so nebenbei? Ich stehe hier und kämpfe noch immer. Jetzt sind es mehr. Oh, die hat aber schon weniger drauf. So. Ah, keine Chance hat er. Wird nicht umsonst als Kriegerin des Lichts bezeichnet. So, und tschüss, Kugel. Hermes,
Mach inne! Braves Hündchen. Jetzt. Ach. Vergib mir. Bitte. Vergib mir. Möge deine Seele nun endlich ihren Frieden finden. Sei es in der Stille des Sternengrunds oder in der Tiefe der Unterwelt. Etwas von euch bleibt zurück. Eine Idee, ein Konzept. Und als solches werdet ihr eines Tages wieder Form annehmen. Ob dies mit oder ohne euch ein besserer Ort ist, zählt nicht. Was zählt, ist, dass ihr leben wollt. Hasst uns. Und wir können es euch nicht verdenken. Aber lasst euer Leid, euren Schmerz zurück. Wir werden eure Trauer schultern, damit ihr frei von Sorge seid, wenn ihr aufs Neue geboren werdet. Hermes, tritt dem Konvent bei. Du gehörst hier nicht hin. Wenn ich gehe, trifft eben jemand anderes die Auswahl. Und es wird sich nie was ändern. Sag es mir. Wiegt unsere Pflicht, den Planeten zu bessern, schwerer als der letzte Lebenshauch einer ganzen Art? Und wenn wir unsere Pflicht erfüllt haben und der Planet perfekt ist, was dann? Lachen wir ein letztes zufriedenes Lächeln und sterben? Ich weiß es nicht. Wenn ich Van Daniels Sitz einnehme, heiße ich damit seine Rückkehr zum Planeten gut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es sind diese Zweifel, die mir einflüstern, dass ich nicht geschaffen bin für das Amt. Hermes! Sei nicht böse. Es schmerzt. Ich bekomme keine Luft. Verzeih mir. Falls ich meinen Sitz im Konvent nicht gerade verspielt habe, gib mir bitte einen Moment, um meine Gedanken zu sammeln. Hythlodeus, wärst du so freundlich, dich um die beiden zu kümmern? Natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Und du? Ich hoffe, dass du findest, was du hier suchst. Ich denke, wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Wollen wir in die 12 Gärten zurückkehren? Ja. Hm.
Die anderen Lickkanonen waren im Handumdrehen erlegt. Damit ist die Angelegenheit geregelt und das Leben geht weiter. Außer natürlich für die Lickkanonen. Rational gesehen habe ich ein gewisses Verständnis für Hermes Meinung. Es hängt immer ein Hauch der Traurigkeit in der Luft, wenn jemand zum Gestirn zurückkehrt, den man kennt. Egal wie gut die Person ihre Pflicht auch erfüllt haben mag, aber nie wurde ich von Trauer derart in meinen Denken beeinflusst, wie es bei ihm der Fall ist. Wie mag er sich fühlen? Tja. Wie wohl? Du hast durchschaut. Und nun? Soll ich meine Führung fortsetzen oder schwebt euch etwas anderes vor? Tja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Beobachtung unseres Van Daniel-Kandidaten fortzusetzen, bis er sich zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Wenn das nicht auf direkten Wege geht, weil er meint, seine Ruhe zu brauchen, dann höre ich mich eben bei seinen Kollegen um. In einem seid Hermes und du euch gleich. Ihr nehmt diese Angelegenheit wirklich ernst. Du kannst natürlich weiterhin auf meine Dienste als Reiseführer zählen. Wie steht es um dich, Asna? Kommst du mit? Klar. Sehr schön. Dann setzen wir unseren Rundgang einfach fort. Wer weiß, wenn wir hier noch so alles treffen und was wir dabei in Erfahrung bringen können. Mir schwebt da auch schon etwas vor. Folgt mir bitte zur Kreuzung an der Aganoresis. In der Nähe des Ortes, wo sich der Vorfall mit den Lickkanonen ereignet hat. Bin ready. Willkommen im Notoneus. Der Transporter, den ihr hier seht, führt nach Kalimelios Zephyriros. Dieser Bezirk umfasst die westliche Insel und ja, damit ist der massive Felsbrocken gemeint, den wir gerade genau vor unserer Nase haben. Folgt mir einfach, dann können wir schon bald seine Oberseite bewundern. Scotty, beam mich hoch. Stimmt sogar. Guckt hoch. Ja. Das ist Bezirk 2, Kalimelios Zephyros. Hier befindet sich neben verschiedenen Testeinrichtungen der Observationspunkt Poiton Oikos. Und jetzt sollten wir... Nanu, was ist denn das? Oh. Ah, ein Oreas. Wie putzig. Und er hat was geklaut. Und was ist das? Eine neue Haiart. Mein Büro hat das Konzept vor ein paar Tagen genehmigt. Haie gehören mit zu den beliebtesten Tieren des Meeres. Beinahe täglich werden neue Konzeptpapiere eingereicht. Zuerst war es nicht anders als bei anderen Arten. Man entwarf sie in verschiedenen Größen oder mit Anpassungsmerkmalen an unterschiedliche Lebensräume. Doch dabei blieb es nicht. Ein besonders ehrgeiziger Schöpfer gab den Haien die Gabe des Fliegens, ein anderer Intelligenz. Dann kamen mehrere Köpfe, sogar Arme und Beine. Ich hielt es für absurd und dachte, man sollte sich lieber einer neuen Art zuwenden. Aber man will ja Fleiß nicht bestrafen. Und jetzt haben wir das. Das war knapp. Ist jemand verletzt? Ach, sieh mal einer an. Venat, wer hätte gedacht, dass wir uns hier wiedersehen? Wie ich schon sagte, kehren die meisten Konventsmitglieder zum Planeten zurück, wenn sie ihren Sitz aufgeben. Sie gehört nicht dazu. Sie zeigt sich weiterhin geschäftig, obwohl sie den Konvent verlassen hat.
Venat. Sie war die vorherige Asem. Wir haben uns lange nicht gesehen, Hythlodeus. Du hast dich gut gehalten. Und der amtierende Emmet Selch. Sehe ich richtig, dass sich die Furchen auf deiner Stirn noch tiefer eingegraben haben? Dabei bist du noch so jung. Vielleicht solltest du dir abgewöhnen, immer so finster dreinzublicken. Deine Nachfolgerin gibt wenig Anlass dazu. Wie geht es ihr denn? Wie immer. Neulich hat sie sich kopfüber in einen Vulkan gestürzt, der kurz vor dem Ausbruch stand. Wenn es dich interessiert, erzähle ich dir später die ganze Geschichte. Ja, unbedingt. Und wer bist du? Sag, kommst du vielleicht aus der Zukunft? Möglich. Ich spüre einen meiner Schutzzauber an dir. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihn gewirkt zu haben. Das kann nur bedeuten, dass ich den Zauber irgendwann später im Fluss der Zeit auf dich gelegt habe. Um was für einen Schutzzauber handelt es sich? Er ist ein Segen für Reisende und schützt vor Verformungen des Äthers. Schutz vor Besessenheit. Hat gut funktioniert. Was sagst du, der Segen des Lichts? Verhindert er die Besessenheit durch Primae? Naja, das Zweite werden es nicht wissen, weil sie werden nicht wissen, was ein Primae ist. Darum... Du weißt, was ich meine? Dann stammt dieser Schutzzauber also wirklich von mir. Ja, irgendwie schon. Und das soll beweisen, dass wir Besuch aus der Zukunft haben. Manchmal glaube ich, alle außer mir haben den Verstand verloren. Darfst du uns nicht sagen, worum es geht? Die Realität, in die du zurückzukehren wünschst, ist das Resultat der letzten Tage. Nichts, was du tust, wird die Tragödie ungeschehen machen. Das heißt, deine Handlungen hier werden die Zukunft, aus der du kommst, nicht ändern. Doch sie könnten den Lauf unserer Geschichte beeinflussen. Wie aufregend! Das Unerforschte fordert mich heraus. Und nichts ist so unbekannt wie die Zukunft. Doch gleich, was man zu wissen glaubt. Die Zukunft kennen wir erst, wenn sie zur Gegenwart geworden ist. Womit ich sagen möchte, um unser Schicksal brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber so oder so, es muss einen gewichtigen Grund geben, dass du diese Reise auf dich genommen hast. Willst du ihn nicht verraten? Vielleicht kann ich dir helfen. Also wirklich... Wenn das wahr ist, hast du uns aber ganz schön was vorenthalten. Nö. Im Namen des Konvents verlange ich, alles zu erfahren. Wer du bist, was du hier willst, alles. Klappe, du bist tot. Ich schlage vor, wir ziehen uns irgendwohin zurück, wo es sich besser sprechen lässt. Ich bin für eine Weile hier, um einem alten Freund bei der Arbeit zu helfen.
Deswegen habe ich eine Unterkunft in Poyton Oikos. Wenn ihr einverstanden seid, gehen wir dorthin. Hab Mut. Dieses Treffen war kein Zufall. Da bin ich mir sicher. Andernfalls würdest du bestimmt nicht mein Zeichen tragen. Dabei habe ich mir ganz bestimmt etwas gedacht. Ich kenne mich doch. Und da haben wir sie endlich getroffen, Venat. Eidling. Doch wie wird die Story nun weitergehen? Wir werden es erfahren, aber erst das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.